Im US-Bundesstaat Georgia wird bei den Senatsnachwahlen über die künftige Machtverteilung in Washington entschieden. Der gewählte Präsident Joe Biden und sein Vorgänger Donald Trump treten deshalb kurz vorher in dem südlichen Bundesstaat auf, um für ihre Kandidaten zu werben. Die Demokraten versuchen uns das Weiße Haus zu stehlen. Ihr dürft das nicht zulassen. Sie dürfen uns nicht den US-Senat wegnehmen. Ihr dürft das nicht zulassen. Der Präsident verbringt mehr Zeit damit zu jammern und sich zu beschweren, anstatt etwas gegen das Problem zu tun. Ich weiß nicht, warum er dieses Amt noch will. Er will die Arbeit nicht machen. Die Stichwahlen in Georgia sind notwendig, weil keiner der Senatskandidaten bei den Kongresswahlen im November die Mehrheit bekam. Diese fanden parallel zur Präsidentschaftswahl statt. Nun wird bei den Nachwahlen darüber entschieden, ob künftig Bidens Demokraten oder Trumps Republikaner im Senat in Washington die Oberhand haben. Im Repräsentantenhaus der anderen Kongresskammer dominieren bereits seit 2 Jahren die Demokraten.